Behörde für Monsterjagd, Nachtfalter im Apparat. Was kann ich für Sie tun? Nein, Nachtfalter ist bloß mein Dienstname. Worum geht es denn nun? Lichtflackern im Haus? Seltsame Töne und Geräusche? Aha, vor allem nachts. Das klingt nach Monsterbefall. Natürlich können wir Ihnen helfen. Wir schicken eines unserer Teams zu Ihnen ins Haus. Wann können wir denn kommen? Sie haben Ihr Haus schreiend verlassen? Und wo schlafen Sie jetzt? Ach, in Bad Münder bei Ihrer Freundin? Und die Haustür? Prima, wenn Sie die offen gelassen haben, kommt das Team ja problemlos ins Haus hinein. Ja, wir melden uns, wenn das Problem gelöst ist. Wie war noch gleich der Name? Ist notiert. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Tuting. Wir klären das innerhalb von 24 Stunden. Keine Ursache, gern geschehen. Ja, auf Wiederhören. Irgendwie hatte ich das Gefühl, mit einer Trompete zu telefonieren. Kennst du sie auch? Die unheimlichen Wesen aus einer anderen Welt, die dir im Dunkeln Angst machen? Man sagt, sie entstehen aus dem Staub, der sich in den Zimmerecken sammelt. Erst nachts, wenn du schlafen willst, kommen sie aus ihren Verstecken. Schattenkerle, Fensterpflege, Nachtmache, Schreinschritten und das Monster unter dem Bett. Sie lieben es, wenn du dich fürchtest. Sie wollen dich einschüchtern und dein Zimmer für sich beanspruchen. Aber sie rechnen nicht mit uns. Wir stellen uns der Gefahr, verscheuchen die ungebetenen Gäste und machen die Kinderzimmer wieder zu einem sicheren Ort. Denn wir sind die Monsterjäger. Monsterjäger, eine Hörspielserie der Klasse 3 der Overbeck-Schule Volklage. Nach Motiven des Kinderrollenspiels Monsterjagd von Patricia de Blas und Alvaro Corsin. Aus dem Englischen übertragen von Claudia Heinzelmann. Musik Geoff Howey. Textbuch, Ton und Dialogregie Victor Fantast. Zweite Folge Geistermusik. Wo bleibt Fledermaus? Soll ich ihn anfunken, Einhorn? Nun bleib mal locker, Banane, der wird bestimmt gleich hier sein. Stehen wir ganz sicher vor dem richtigen Haus? Ja, die Adresse stimmt. Lumpengasse 13. Notfalls gehen wir ohne Fledermaus rein. Du meinst ohne Einmachglas? Niemals! Ach ja, Fledermaus ist für die Einmachgläser zuständig. Ich glaube, da kommt er endlich. Hallo, da bin ich. Na endlich. Wir dachten schon, du hättest uns vergessen. Nein, ich musste nochmal für kleine Fledermäuse. Dann habe ich das Einmachglas zu Hause stehen lassen. Ich musste den halben Weg nochmal zurücklaufen. Wenn du nur nicht immer so schüsselig wärst. Wenn du nicht immer so überheblich wärst. Oh bitte, keine Streitereien jetzt. Konzentriert euch bitte auf unseren Job. Nachtfalter hat gesagt, dass die Tür zum Haus offen steht. Und dass komische Geräusche im Haus zu hören sind. Mist, wo ich doch so schreckhaft bin. Egal, gehen wir der Sache doch mal auf den Grund. Taschenlampen an und hinein ins Vergnügen. Geh du nur hübsch vor, Einhörnchen. Aber sehr gerne, Fledermäuschen. Ein ziemlich großes Haus für eine alleinstehende Dame. Dort scheint das Wohnzimmer zu sein.
Warum schalten wir nicht einfach das Licht an? Versuch's doch mal. Klappt nicht. Die Glühlampe flackert nur. Die flackernden Glühlampen waren auch ein Grund, warum die Besitzerin das Haus verlassen hat. Vielleicht hat sie die Stromrechnung nicht bezahlt. Unser Geist macht auf sich aufmerksam. Und wurden mehrere Störungen in der Stromversorgung des Ortsteils Wese gemeldet. Die Ursache für den plötzlichen... Das Radio hat sich von alleine eingeschaltet. Das ist allerdings unheimlich. Ein Schaden an den Oberleitungen konnte nicht festgestellt werden. Und nun noch eine Sondermeldung. Hahaha. Ha, ha. Monsterjäger, ihr kriegt mich niemals. Das war noch viel unheimlicher. Hört ihr das? Das kommt dort aus dem Schrank, glaube ich. Ich zücke lieber mal das Einmachglas. Okay, bei drei öffne ich die Tür. Eins, zwei, drei. Entschuldigung. Mist, bloß eine Katze. Die hatte mehr Angst als wir. Und jetzt haben wir kein Einmachglas mehr. Es tut mir leid. Ich hab's vor Schreck fallen lassen. Und was machen wir jetzt? An einem anderen Tag wiederkommen? Niemals. So schnell gehen wir uns nicht geschlagen. Ich habe noch zur Not das Monsternetz dabei. Das ist zwar nicht so einfach zu benutzen wie das Einmachglas, erfüllt aber auch seinen Zweck. Da! Seht ihr das auch? Was meinst du denn? Ich hör's bloß bimmeln. Ist schon Weihnachten. Mann, wischt euch mal die Tomaten von den Augen. Da, das Licht. Jetzt seh's auch. Ein flauschiges Bällchen aus Staub und Glitzer. Es kommt auf uns zu. Und es hat zwei kleine Hörnchen auf dem Kopf. Das muss wohl ein Schnäppchen sein. Ein was? Ein Schnäppchen. Das sind kleine harmlose Monster, die gerne Süßes mögen. So wie du also. Habt ihr etwas Süßes dabei? Vielleicht, aber was kriegen wir dafür? Ich könnte euch verraten, wie ihr euer gesuchtes Monster ganz schnell finden könnt. Das wäre uns allerdings ein Schokoriegel wert. Erst Schokolade, dann plaudere ich. Hast du was dabei, Banane? Ich gehe nie ohne Schokolade aus dem Haus. Außer bei 35 Grad. Dann rücke mal einen Riegel raus. Das klingt lustig. Riegel rausrücken. Da, bitte. Lecker. Also, wenn ihr das Gruseltonmonster anlocken wollt, müsst ihr verrückte Geräusche machen. Zum Beispiel rülpsen oder pupsen. Rülpsen und pupsen, das ist nicht dein Ernst, oder? Nee, ernst sein kann ich nicht gut. Das können nur die großen Monster. Na, das wird interessant. Ich habe noch nie ein Monster herbeigepupst. Wie gut, dass das sonst niemand zu hören kriegt. Hey, Schnäppchen, wo willst du denn hin? Es lauscht bestimmt lieber aus sicherer Entfernung unseren Monsterlockrufen. Also dann versuchen wir unser Glück. Der war gut, Fledermaus. Und der erst. Mann, Leute, du bist ja ein Profi. Ihr seid so lustig. Oh, wir haben Besuch. Ey, nicht aufhören mit den Geräuschen. Wohnst du hier im Haus? Bist du die Ursache für die vielen Geräusche hier im Haus? Ja. Wirklich beeindruckend. Aber ziemlich nervig für die Bewohner des Hauses. Das ist allerdings schade. Ich hatte mir immer gewünscht, mit der Hauseigentümerin zusammen ein Konzert zu veranstalten. Aber die ist ja plötzlich weggelaufen.
verstehe ich nicht. Armes Monsterchen, ein verkannter Künstler. Wenn wir mit dir jetzt zusammen ein ordentliches Gruseltonkonzert geben, würdest du dann das Haus verlassen? Ein echtes Konzert? Mit mir? Das wäre gruselig nett von euch. Aber du müsstest danach die Besitzerin auch wirklich in Ruhe lassen. Einverstanden. Also verteilt euch, Leute. Jeder sucht sich was zum Krach machen. Hab was gefunden. Ich auch. Dann kann's ja losgehen. Unser Freund ist verschwunden. Ja, ohne Netz und ohne Einmachglas. Das wäre ja meine Monsterjagd der ganz anderen Art. Dann kann Frau Tütting hier ja wieder einziehen. Und wir gehen nach Hause. Und morgen holen wir uns die Belohnungsständchen ab. Wollen wir uns schon treffen? Ja. Okay. Behörde für Monsterjagd, Nachtfalter im Apparat, was kann ich für Sie tun? Ach, Sie sind es, Frau Tuting. Alles klar bei Ihnen? Keine Töne und Geräusche mehr? Das klingt doch prima. Das Lichtflackern ist noch da, so. Das tut mir natürlich leid. Da muss das Team etwas übersehen haben. Ja, wir schicken ein zweites Team zu Ihnen. Das wird sich darum kümmern. Ja, wir erledigen das gleich morgen. Ist gut, Frau Tuting. Bis demnächst dann. Zwei Monster im selben Haus, das ist seltsam. Nahezu beunruhigend. Sieht so aus, als gäbe es in nächster Zeit viel für die Behörde zu tun. Das war Geistermusik, eine Folge aus der Hörspielserie Monsterjäger von Viktor Fantast. Die Rollen und ihre Sprecher waren Locke, Ella Toso, Einhorn, Svea Gergemann, Fledermaus, Florian Ahrens und Banane, Mika Ole Wernke. In weiteren Rollen Telefondienst, Nachtfalter, Josua Schuckmann, Das Schnäpfchen, Nele Böttcher, und als das Gruseltonmonster, Carlo Klausing. Wir danken dem Uhrwerk Verlag für die Genehmigung, das Kinderrollenspiel Monsterjagd als Inspirationsquelle für die Serie benutzen zu dürfen. Musik Geoff Harvey. Monsterjäger geht weiter mit der nächsten Folge. Spukhaus zu verkaufen.